So, da wäre er wieder. Und wir wollten jetzt wieder in die Deserted Tunnels gehen. Ja. Vorher können wir wirklich nichts anderes machen. Das Problem hier drin war, dass irgendwann die Wände aufgehen und da diese Kampfbrokkolis und Krebse und was weiß ich rauskommen. Den Schalter da ignorieren wir erstmal. Nee, stimmt, hier war ein Zeiträtsel. Hatten wir nicht irgendwo einen Ninja-Stern oder so gefunden? Na gut, nehmen wir die Fackel. Also, Knopf drücken, werfen. Hä? War mir eigentlich ziemlich sicher, dass man Knopf drückt. In den Teleporter werfen, genau. So, jetzt sitzen wir hier in der Sackgasse. Hier können wir uns im Notfall einsperren und schlafen. Ist auch schon mal sehr gut. Kettenrüstung brauchen wir nicht. Dich nehmen wir auch ab. Nur für den Fall, dass du irgendwas auslöst. So. Da ist Kampfbrokkoli Nummer 1. Oh ja. Zack. Oder es kann sein, dass die Gegner schon vorher da waren und ich bin nur komisch um sie rumgetänzelt. So, dich machen wir jetzt doch weg, damit wir mehr Platz zum Weglaufen haben. So, jetzt höre ich Stein auf Stein. Jetzt laufe ich ganz schnell zurück zu dem Raum, wo wir uns einsperren können. Hier. Den behalten wir im Rücken. Ich höre dieses schleimige Kriechgeräusch. Das müsste die... Oh, Licht geht aus. Ach, Gott sei Dank. Das, jetzt mache ich das Licht gleich wieder an. Der Krebs steht vor mir. Also, hier ist der Raum, der sicher ist. Hier kommt auch nichts raus. Da ist der Krebs. Und noch eine Tür geht irgendwo auf. Also noch eine Wand. Habe ich zumindest eben gerade gehört. Aber solange wir hier im Kreis laufen können, ist alles gut. Auch wenn wir jetzt schon keinen Stamina mehr haben. So, da ist unser Raum. Komm schon, ein guter Treffer noch und der müsste hin sein. Ich sagte ein guter Treffer. Okay, vielleicht doch ein bisschen mehr. So, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um sich hier zu verkriechen und zu schlafen. Und dann packen wir da wieder ein paar Punkte schön in Äxte, damit wir noch mehr Schaden machen und noch besser treffen. Dann nehmen wir uns den Rest vor. Ein Pilz war da auf jeden Fall noch. So, was kriegen wir denn? Wir kriegen Rampage. Klingt schon mal sehr brutal. Ja, genau, dich meinte ich. Komm mal hier rein. Jetzt können wir hier immer schön im Kreis laufen. Das ist schon mal ein schicker Cleave, aber kein Rampage. Ich hätte mal gucken sollen, ob Rampage überhaupt eine auslösbare Fertigkeit ist oder irgendwas anderes. Wir haben jetzt einen Cleave, wir haben einen Shop, aber kein Rampage. Doch da, Rampage. Hat sogar einen eigenen Sound, wenn ich es richtig gehört habe. So, Tür zu. Ganz kurz mal gecheckt, was bei Rampage steht. Ein extrem mächtiger Angriff, der massiven Schaden verursacht. Ja, okay. So. Wir nähern uns ziemlich schnell der 50 Punkte in Äxte. Dadurch müssten wir nochmal Angriffskraft sehr viel dazu bekommen. Wie viel waren das? 20. Boah, doch. Wie viel haben wir jetzt? 43. Ist okay. Ich finde den Bonus von Schwertern doch besser. Also schneller angreifen. Aber na gut.
Obwohl schneller angreifen ja auch nur bedeutet, dass wir noch schneller unsere Stamina loswerden. Und hier ist Drache Nummer 2. Drache guckt nach Süden. Das heißt, hier ist eine Drache. Da ist der andere Drache. Schnittpunkt wäre dann hier. Richtig? Nach Süden? Nach Westen? Ja, da müssen wir uns hinstellen und warten. Dich nehmen wir mit. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Ess mal den Käfer. Ha. Okay. Ich würde trotzdem ganz gerne ran. Aber dann wird wohl hier irgendwo ein Zugang sein. Ha. Nee, da ist keine Fallgrube oben. Hm. Oh, wo kommt ihr denn her? So, schön den Weg zurück im Auge behalten. Ah, das war ein schöner Rampage. 138. Ja, hier können wir auch noch weiter. Aber ich höre hinter mir noch einen Gegner. Aber der Pilz hat sich scheinbar verdrückt, das heißt, wir können hier immer schön im Kreis laufen. Müssen wir auch, denn wir haben keine Stamina mehr. Oh, da ist der Pilz. Aber du bist nur ein normaler Pilz, du dürftest nicht gleich umfallen. Schütze. Ja, genau du. Ja, genau du. So. Also, ich würde jetzt ganz gerne zurück in unseren kleinen Raum. Der ist da unten. Ja, nee. Tür zu. Ecke stellen und schlafen. Ja, diese verlassenen Tunnel sind schon ganz schön übel. Ah, wir kommen ja einigermaßen voran. Also wir bringen gleich den Pilz um. Dann gucken wir mal, wo die vier Legionäre hergekommen sind. Und wir an diese eine Nische rankommen, wo das Gitter vor ist. Das sind die auch bekommen. So, Karte sagt, da ist die Nische, wo wir hinwollen. Das markiere ich schon mal. So. Und gucken wir noch kurz da unten in die Ecke. Da ist so ein Kraut gegen Darmprobleme. Was lassen wir denn mal hier? Nix. Wir sortieren einfach mal die Kräuter hier rein. So. Aber hier scheint auch nichts zu sein. So, da geht's noch weiter und da oben. Ein Kriegshammer. Ja, ich mag Warhammer. Also die Science-Fiction-Version. Aber Hammer an sich sind nicht so unser Ding. Und irgendwo ist gerade noch was aufgegangen. Ah, da ist der Krabbelkrebs. Noch was geht auf. Ich mag das nicht, wenn zu viele Sachen auf einmal aufgehen. Vor allem, wenn die uns in den Weg versperren. Wo ist mein Raum? Meine Rückzugsmöglichkeit? Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, schon wieder tot. Menno, haben wir zwischendurch abgespeichert? Ich glaube nicht. Nee. Ja,
Deserted Tunnel, ja, hier mich auch. Obwohl, warte mal, wir hatten jetzt ja... Wir hatten hier den Drachen nach Westen, wir wissen, dass der Drache nach Süden hier ist, das heißt, da müssen wir hin. Das heißt, wir schnappen uns erstmal das Secret und gucken uns dann die Tunnel an. Auch wenn ich nicht glaube, dass das Secret so toll ist, dass wir jetzt wesentlich besser vorankommen werden. Und hier sollten wir uns ausruhen. Haben uns ausgeruht. Die Tür ist immer noch zu. Vielleicht muss man den Drachen auch wirklich vorher gefunden haben und kann nicht einfach an dem Platz so rasten, ohne dass irgendwas ist. Das wäre die andere Möglichkeit, die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, wir müssen einfach nur lange noch hier warten. Ich habe es aufgehen hören. Und die Lurker-Weste, sehr schön. Die könnte uns sogar definitiv helfen, denn wir haben jetzt noch mehr Ausweichen. So. Also, wir in dieser Folge wenigstens etwas geschafft haben. Denn ganz am Anfang standen wir schon hier vor den Türen. Also, drücken, werfen, durchgehen. Hier hängen wir jetzt fest. Hier ist unsere Tür und unsere Rückzugsmöglichkeit. Das Kraut wird eingesackt. So. Da ist das erste Brokkoli. Irgendwo gibt es noch eins und das Licht geht aus. So. Licht wieder an. Einfach mal kurz geschlafen. Mit etwas Glück werden wir von einem Viech geweckt. Und ja, mit etwas Glück, denn hier haben wir eine gute Position, wo wir kämpfen können. Also einmal, weil hier so ein 2x3 Feld ist, wo man rumtanzen kann, und weil da unsere Tür ist. So, den Schlüssel wollten wir auch noch mitnehmen. Kräuter könnten hier rein. So. Jetzt haben wir den Drachen auch gesehen. Und ja, wir haben uns hier eh schon gelöst. Egal. Ich würde jetzt ganz gerne eine Möglichkeit haben, wieder rauszukommen. Da ging es nicht durch. Also ja, hier wäre der Weg zurück. Wo gleich die Legionäre angetanzt kommen. Der eine Legionär. Ist ja auch komisch. Ah, hier ist der... Wow. Hier ist die restliche Legion, kann man ja schon fast sagen. Ja, nee, das spare ich mir jetzt erstmal. Ich gehe jetzt den Bereich hier ab, einfach nur um zu gucken, ob hier Gegner sind. Bisher nichts, denn ich will nichts haben, was mir in den Rücken fällt. Hier müsste eigentlich noch mindestens eine Krabbe sein und ein Pilz. Kriegshammer wollen wir nicht. Pilz kann mit. Ha. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt gegen Legionäre kämpfen. Dazu müssen wir da oben rum. Und da stehen sie schon und warten. Aber vorher regenerieren wir den letzten Witzen Stamina. Und hier können wir schön tanzen. So lange, bis die nächste Truppe angetanzt kommt. Dann wird's zu eng. Ein Schütze, das ist genauso nervig, weil der kann uns jetzt die ganze Zeit anballern. Kann er durchschießen? Nee, kann er nicht. Gut. Hier ist nämlich Sackgasse. Ich will nicht sterben.
Okay. Lauf immer schön zurück. Ich sagte, lauf zurück. Ah, noch einer von diesen doofen Schützen. Aber gut, das hätten wir auch schon überlebt. Nicht gerade sehr grandios. Und wir haben einen Heiltrank verschwendet. Aber wir leben. Und zu. Und schlafen. Und nicht gewonnen werden im Schlaf. Ja, das ist doch schon mal gut. Also, viel geschafft haben wir diese Folge nicht. Wir haben gelernt, dass die Deserto-Tunnels wirklich nervig sind. Aber wir haben jetzt schon einen Fuß in der Tür. Wir haben gute viele Gegner umgebracht. Wir haben einen Weg zurück zum Hauptbereich gefunden. Und das soll mir jetzt erstmal reichen. Das heißt, wir speichern jetzt ab, nachdem wir die Punkte in Äxte gesetzt haben. Und in der nächsten Folge töten wir die restlichen Legionäre da draußen. Und dann machen wir hier noch ein bisschen frei. Denn irgendwo in den Wänden ist noch ein Pilz, eine Krabbe und ein Brokkoli gefangen, den ich auch noch umbringen will. Bevor wir hier wieder rausgehen. Obwohl, wir haben unseren Schlüssel. Also könnten wir es ignorieren. Werden wir aber nicht, weil dann Sequel sein könnte. Also, abspeichern. LP 017. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann.